Hallo und herzlich willkommen zum Safer Internet Day 2022. Auch dieses Mal freuen wir uns wieder, die ClickSafe-Initiative unter dem diesjährigen Thema Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft unterstützen zu können. Mehr zum Safer Internet Day können Sie auch auf den sozialen Netzwerken unter den Hashtags Fit for Democracy und SID 2022 finden. Die nachfolgende Sendung ist in Kooperation mit insgesamt 11 offenen Kanälen und Medienanstalten aus gesamt Rheinland-Pfalz und Hessen entstanden. Wir alle hoffen, dass wir mit der Vielfalt an unseren Beiträgen, die wir diesmal für Sie gestaltet haben, die Wichtigkeit der Medienkompetenz für unsere Gesellschaft vermitteln und für Sie das ein oder andere Thema interessieren könnte. Thematisch haben wir dieses Jahr wieder einiges auf dem Programm. Unter anderem stellen wir uns Fragen wie sicher ist das Internet für Kinder eigentlich wirklich und welche Gefahren birgt rechte Hetze im Internet eigentlich für unsere Gesellschaft? Erstmal starten wir aber mit zwei spannenden Beiträgen von Hanna Käser und Anastasia Stephan vom offenen Kanal Mainz sowie Elisabeth Behle vom offenen Kanal Trier. Egal ob auf Facebook, Instagram oder YouTube. Algorithmen bestimmen zunehmend, welche Inhalte uns im Netz angezeigt werden. Leider scheint dies nicht immer positive Folgen zu haben. Häufig hört man davon, dass Algorithmen an der Radikalisierung verschiedener Personengruppen schuld sind, da diese nur ähnliche, gegebenenfalls extremistische Inhalte angezeigt bekommen. Doch liegt die Schuld hieran wirklich beim Algorithmus? Was versteckt sich überhaupt hinter diesem Begriff? Ein Algorithmus ist nichts anderes wie eine Zurückführung einer komplexen mathematischen Aufgabe auf wenige grundlegende Operationen, die man kennt, hauptsächlich die Grundrechenarten, Addition, Multiplikation, Division und Subtraktion, ein paar Schleifen, dass mit diesen wenigen Operationen komplexe Aufgaben berechnet werden können. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Rezept. Wenn Sie irgendwas Komplexes kochen wollen, dann kriegen Sie ein Rezept vorgelegt. Das sagt eben, wie wir das komplexe Rezept, was wir kochen wollen, in einfachen Schritten erledigen können. Hier geht es halt mehr um mathematische Aufgaben, wie um das Kochen selbst. Also werden uns mit diesem Rezept die immer gleichen und zum Teil schlechten Inhalte in unserem Feed zusammengekocht? Die Algorithmen oder ein Computer, der führt nur ganz stupide Rechenschritte aus, die ein Mensch ihm angeleitet hat zu tun. Allerdings sind die modernen Algorithmen, gerade im maschinellen Lernen, so komplex, dass selbst den Programmierern gar nicht immer ganz klar ist, was das für Auswirkungen hat, was dieser Algorithmus zum Beispiel dem Kunden vorschlagen wird zu tun, was er ihm für Inhalte anzeigt. Sodass es in der Tat so ist, dass es Algorithmen gibt, die sehr kritisch sind, die Kunden beeinflussen. Ich meine, das ist sogar das Ziel von vielen, dass sie die Kunden beeinflussen, hoffentlich im Positiven, aber auch manchmal im Negativen. Ich würde nur weniger die Schuld beim Algorithmus selbst liegen, sondern es liegt immer noch in der Hand des Menschen zu entscheiden, was der Computer tut. Also der Computer führt natürlich nur Rechenschritte aus, die wir ihm sagen, dass er sie ausführen soll. Liegt es somit in der Hand der ProgrammiererInnen und der PlattformbetreiberInnen zu entscheiden, wie der Algorithmus agiert und was er uns zeigt? Natürlich ist es so, dass die Algorithmen, die benutzt werden, auch dazu da sind, wirklich die Interessen der Nutzer wiederzuspiegeln. Aber das ist so komplex geworden, dass man das nicht mehr wirklich reinsieht in den Algorithmen. Da gibt es ja interessante Beispiele, wo dann was Radikales rauskommt, das eigentlich nie explizit in den Algorithmus reinprogrammiert wurde, weil einfach die Historie der Menschen radikal ist. Ja, ich meine, die bestimmte Bevölkerungsgruppen wurden von jeher benachteiligt. Das heißt, in den Daten ist eine Benachteiligung dieser Bevölkerungsgruppen da. Ja, wenn man jetzt einfach aus den Daten lernt, dass es auch in Zukunft so sein soll, diese Benachteiligungen auch immer wieder drin bleiben. Also der Algorithmus sozusagen nur das Vergangene in Zukunft spiegelt und mit einer Erweiterung oder einer Verbesserung der Situation anstrebt. Nicht der Algorithmus ist also schuld an einem langweiligen Feed oder gegebenenfalls extremistischen Inhalten, sondern vielmehr die Daten, die wir ihm füttern und die Art, wie er programmiert ist. Das ganze spannende Interview mit Professor Dr. Ernst Althaus über Algorithmen, Social Media und die Sicherheit im Internet findet ihr auf dem YouTube-Kanal von OKTV Mainz. Chemtrails, QAnon, Flat Earth, Deep State, Echsenmensch, das Mittelalter aus dem Chrom, Reptiloid, 5G. Das alles sind Verschwörungstheorien. Doch was sind Verschwörungstheorien genau und wie erkennt man sie? Eine Verschwörungstheorie ist ein heterodoxes Erklärungsmodell zu gesellschaftlichen Prozessen, das zu einem konkreten Zeitpunkt die allgemeinen
einer Wirklichkeit und das allgemein anerkannte Wissen in Frage stellt, indem eben angenommen wird, dass es eine Gruppe von mindestens zwei Personen gibt, die im Geheimen plant, Machtinteressen umzusetzen. Warte mal kurz. Heterodoxes Erklärungsmodell. Hetero was? Man unterscheidet oder die Wissenssoziologie unterscheidet zwischen heterodoxem und orthodoxem Wissen, wobei orthodoxes Wissen immer jeweils das Wissen ist, was in einer Gesellschaft anerkannt ist. Und heterodoxes Wissen ist eben dieses Wissen, was zu diesem bestimmten Zeitpunkt nicht gesamtgesellschaftlich anerkannt ist. Gesamtgesellschaftlich nicht anerkannt, also falsch? Ob man Verschwörungstheorien widerlegen kann, das ist im Moment auch ein innerwissenschaftlicher Diskurs, der geführt wird. Naja, wenn man ja irgendwann zu einem Punkt angibt, dass diese Verschwörungstheorie auf jeden Fall falsch ist, dann geht man ja davon aus, dass man allwissend ist. Also alles zum Zeitpunkt über die Gesellschaft oder über diese Verschwörungstheorie weiß. Weshalb ich eigentlich lieber dabei bleiben würde, zu sagen, man kann immer bis zu einem gewissen Grad sagen, ist plausibel oder ist nicht plausibel, aber wie es tatsächlich ist oder ob wahr oder falsch, würde ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. Es gibt da auch andere Meinungen zu, nämlich die Meinung, dass Verschwörungstheorien grundsätzlich immer falsch sind. Ganz nettes Beispiel dazu ist immer die Watergate-Affäre, wo es damals ziemlich viele Verschwörungstheorien zu gab, wo nämlich behauptet wurde, dass Präsident Nixon in eine Verschwörung integriert ist oder Teil einer großen Verschwörung ist. Und da gab es damals die beiden Journalisten, die versucht haben, das aufzudecken. Und das Ganze war so lange eine Verschwörungstheorie, bis es genug Beweise dazu gab, dass Nixon tatsächlich verschworen war und da Teil von einer größeren Verschwörungsgruppe war, weshalb das auch sein kann, dass Dinge, die zu einem gewissen Zeitpunkt als Verschwörungstheorien angesehen wurden, dann irgendwann keine Theorien mehr sind, sondern dass es eine tatsächliche Verschwörung ist. Es gibt also mehrere häufige Gründe für das Entstehen von Verschwörungstheorien. Erstens, Krisen oder Katastrophen, für die ein Auslöser gesucht wird. Zum Beispiel Corona, das laut VerschwörungstheoretikerInnen eine biologische Waffe ist. Oder von Bill Gates organisiert, um durch Massenimpfung Mikrochips in alle Menschen einzupflanzen. Oder aber durch die Strahlung von 5G-Netzen verursacht. Zweitens, Misstrauen gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen. Dieses Misstrauen richtet sich meist gegen Minderheiten. Zum Beispiel gibt es seit Jahrhunderten antisemitische Verschwörungstheorien. So wurden im Mittelalter Pestausbrüche wiederholt auf angebliche Brunnenvergiftungen durch Juden zurückgeführt. Drittens, ein Grundmisstrauen gegenüber Wissenschaft, Medien und Staat. Wie bei der in den USA populären Verschwörungstheorie QAnon. Laut dieser gibt es eine weltweite, geheime, satanistische und pädophile Elite. Diese verschleppt Kinder, um eine Verjüngungsdroge aus ihrem Blut zu gewinnen. Angeblich soll Donald Trump gegen diese Elite vorgehen. Daher ist die Schnittmenge aus QAnon-AnhängerInnen und Trump-Fans sehr groß. Viertens, die Unfähigkeit von VerschwörungstheoretikerInnen, Zufälle zu akzeptieren oder einzusehen, dass der Grund für Geschehnisse unklar sein kann. Und vor allem ist es gerade in dem Kontext Covid-19 sehr, sehr schwierig, weil es immer wieder neue Informationen gibt, auch aus der Wissenschaft, weil es politische Informationen gibt. Es ist einfach im Moment immer noch eine Lage, die nicht wirklich gesichert ist, was den Wissensstand angeht, weshalb es ja gerade umso schwieriger ist, da wirklich mit Informationen gegenzuwirken, wenn man sie einfach noch nicht hat. Wobei die Wissenschaftskommunikation auch auf Twitter von den Instituten aus ziemlich gut kommuniziert und auch Unsicherheiten kommuniziert. Und dennoch gibt das halt immer wieder Grund, eben diese Unsicherheit in der Bevölkerung gibt immer mehr Grund an Verschwörungstheorien zu glauben, was dann schließlich ja zu dem führt oder führen kann, was wir alle in unserem Freundes- und Bekanntenkreis gerade haben. Um Unsicherheiten nicht akzeptieren zu müssen, gehen Sie davon aus, dass alles geplant ist und suchen die Schuldigen für aktuelle Krisen oder Katastrophen. Häufig werden dabei auch sehr verschiedene Ereignisse auf eine schuldige Personengruppe zurückgeführt. So wird eine vermeintliche Verbindung zwischen in der Realität komplett getrennten Geschehnissen erfunden. Das wirkt jetzt erst einmal vielleicht nicht wie ein großes Problem. Sollen die doch glauben, was sie wollen? Aber so einfach ist es leider nicht. Die offensichtlichste Gefahr ist die der Gewalt gegenüber den vermeintlichen Feinden.
Infolge der antisemitischen Verschwörungstheorien der Brunnenvergiftungen zum Beispiel wurden Juden immer wieder verfolgt, vertrieben und ermordet. Auch wenn dieser vermeintliche Feind der Staat ist, ist dies für eine Gesellschaft problematisch. Also sieht man jetzt zuletzt ja an den Demonstrationen der Querdenker, dass das durchaus eine größere Bewegung sein kann, die eben auch dann sich versucht, gegen Reglements bei den Demonstrationen, auch gegen die Polizei zu wehren. Und wenn das ein signifikanter Anteil in der Gesellschaft ist, ist es natürlich ein Problem, wenn zwei vollkommen verschiedene Realitätsmodelle in der Gesellschaft existieren und die einen glauben, dass Medien dazu da sind, uns aufzuklären und uns über demokratische Prozesse zu informieren, und die anderen glauben, sie sind dazu da, um geheime Mächte an der Macht zu halten. In den letzten Jahren scheinen Verschwörungstheorien regelrecht zu boomen. Das hängt unter anderem mit sozialen Medien zusammen. Wichtige Faktoren sind hier die Einfachheit der Medienproduktion, die größere Reichweite und Algorithmen. Durch soziale Medien ist es viel einfacher geworden, selber Beiträge zu produzieren und seine Meinung öffentlich zu verbreiten. Ob diese Meinung faktenbasiert ist, ist aber irrelevant und wird nur selten von den Plattformen kontrolliert. Dass da jetzt die Plattformen gegensteuern und Fake News und so weiter kennzeichnen und da auch bestimmte Qualitätssicherungsprozesse eingeführt haben, das ist gut, aber es bedeutet nicht, dass es von den Plattformen verschwindet. Ich habe jetzt in meinem Videokorpus zur Doktorarbeit, in der ich ja über 50 verschiedene YouTube-Videos untersuche, in den letzten Tagen wieder festgestellt, dass so um die 90% der Videos von YouTube verschwunden sind, weil es entweder von YouTube gelöscht wurde oder weil der Kanal offline genommen wurde oder eben aus anderen Gründen. Da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Dinge, die da angezeigt werden. Der Kanal ist dann auch nur noch ein privater Kanal teilweise, deshalb kann man das mit einem also nicht ohne Login sehen. Das bedeutet aber eben nicht, dass die Videos auf einmal weg sind, sondern die werden dann eben auf anderen Plattformen verbreitet, Messenger-Dienste und so weiter. Also sobald es einmal hochgeladen wurde, kann es schon sein, dass es weiterverbreitet und runtergeladen wurde, wozu die VerschwörungstheoretikerInnen in ihren Videos teilweise sogar schon aufrufen, dass sie sagen, hey, ladet bitte schnell dieses Video runter. Das wird jetzt sonst von der Plattform verbannt. Bitte re-upload auf allen möglichen Plattformen. Und da sind es halt eben auch Plattformen, die nicht kontrolliert werden, auf denen das hochgeladen wird. Was aber nicht heißen soll, dass diese ganzen Versuche der Plattform, diese Fake News einzuschränken oder Verschwörungstheorien einzuschränken, nicht gut sind. Aber man muss sich halt eben auch immer wieder bewusst machen, dass es dann andere Kanäle gibt, die gefunden werden können. Zusammen mit dem häufigen Aufruf, selber zu recherchieren und dem Misstrauen gegenüber seriösen Medien, werden soziale Medien zur einzigen Nachrichtenquelle für VerschwörungstheoretikerInnen. Dieser Aufruf steht in enger Verbindung mit dem Narrativ der aufgewachten VerschwörungstheoretikerInnen. Aufgewacht deshalb, weil sie meinen zu wissen, was wirklich in der Welt passiert. Diese aufgewachten VerschwörungstheoretikerInnen werden im Gegensatz zum Rest der Menschen gesehen. Sie werden als Schlafschafe bezeichnet. Das soll zeigen, dass sie die Realität nicht hinterfragen, sondern hinnehmen. Die Überzeugungswirkung von Verschwörungstheorien wird durch diesen Aufruf gesteigert. Selbst Recherchiertes wird als überzeugender wahrgenommen als eine Meinung, die einem von jemand anders präsentiert wird. Alle Fakten, die der eigenen Meinung widersprechen, werden von VerschwörungstheoretikerInnen ausgeblendet. Sie verweisen dann auf ihre eigene Recherche und die angeblich fehlende Glaubwürdigkeit seriöser Medien. Dass Verschwörungstheorien ein Problem darstellen, ist jetzt also klar. Aber was kann man gegen ihre Verbreitung tun? Besonders wichtig in dem Zusammenhang ist, die Medienkompetenz von der Bevölkerung zu stärken und sicherzustellen, dass die sich jeweils eine eigene Meinung bilden können und wissen, wie Medien entstehen und nach welchen Qualitätskriterien Medien erzeugt werden, sodass sie eben nicht auf die Verschwörungserzähler reinfallen. Also man muss da schon auf die Inhalte schauen. Wenn man sich die Machart anschaut, dann ist es tatsächlich wirklich schwierig. Also es wird mit Mikrofonen gearbeitet, die ein Logo drauf haben. Es gibt Corporate Identity Elemente, Intros, Outros. Es gibt Nachrichtenformate, die arbeiten teilweise mit Greenscreen, mit einer Moderatorin, die das Publikum anspricht. Und dann gibt es auch Schalten. Es wird gearbeitet mit blauen Bauchbinden, wie man sie aus der Tagesschau kennt. Also rein auf dieser Machart-Ebene ist es sehr schwierig, und das nicht nur in Videos, sondern auch auf Webseiten. Die sehen teilweise ähneln die sehr, sehr, sehr
klassischen journalistischen Nachrichtenangeboten im Internet. Und wie soll man sich verhalten, wenn man einem Beitrag begegnet, bei dem man sich unsicher ist, ob er Verschwörungstheorien verbreitet? Zuerst sollte man prüfen, ob man die genannten Informationen auch bei seriösen Nachrichtenquellen findet. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich vermutlich um Falschinformationen. Hier kann auch das Verwenden von Faktencheckern wie ARD-Faktenfinder, Korrektiv oder Mimikama helfen. Oder man kann nach Quellenangaben suchen und diese, wenn vorhanden, auf ihre Verlässlichkeit überprüfen. Gibt es keine Quellenangaben oder werden nur unseriöse Quellen genannt, ist das ein weiterer Hinweis auf mögliche Falschinformationen. Doch auch wenn seriöse Quellen angegeben werden, ist man nicht sicher vor Falschinformationen. Es wird auf Quellen verwiesen, die gesellschaftlich legitimiert sind. Das ist der Deutschlandfunk, die Bundesregierung und so weiter. Nur wenn man dann mal weiterschaut, wenn man sich ja auf die Links klickt, dann und das nochmal mit dem Text abgleicht, der auf dieser Seite steht, dann sieht man, dass in diesen Quellen tatsächlich ganz andere Informationen stehen, die von diesen Personen rekontextualisiert werden. Mit rekontextualisieren meine ich, dass Informationen, die eigentlich in einem komplett anderen Zusammenhang, in einem komplett anderen Kontext auf dieser Quellenseite geschrieben stehen, dass die einfach ja auf dieser Seite, wo es dann die Rezipientinnen und Rezipienten lesen, in einen anderen Zusammenhang gestellt werden. Das kann sein, dass bei Grafiken die Fußnote fehlt, dass bei Grafiken zum Beispiel aber auch fehlt, wie viele Probandinnen und Probanden da untersucht wurden oder dass ja eben einfach Zahlen anders dargestellt wurden. Häufig sind es Zahlen, es sind aber auch andere Inhalte. Und ob sich Rezipientinnen und Rezipienten die Mühe machen und wirklich die Quellen so nachchecken und überprüfen, wenn unter einem Artikel 15 verschiedene Quellen stehen, ob die alles nachschauen, das ist natürlich die andere Frage. Und da liegt es tatsächlich auch an den Rezipientinnen und Rezipienten, da nochmal gewissenhaft nachzusehen, ob das, was sie da gerade lesen, auch wirklich so in der Quelle steht. Ist man sich sicher, dass der Beitrag Falschinformationen verbreitet, ist es wichtig, ihn zu melden. Die Plattform überprüft dann, ob der Beitrag gegen ihre Richtlinien verstößt und löscht ihn gegebenenfalls. Die nächsten beiden Beiträge behandeln weitere Gefahren im Internet für unsere Gesellschaft. Was genau hinter dem Begriff Deepfakes steckt und wie rechte Hetze im Netz sich auf unsere Gesellschaft auswirkt, sehen Sie in den folgenden Beiträgen von Lucy Höhn und Isabel Becker aus dem offenen Kanal Koblenz sowie Konstantin Zierbart und Jean Pasewald aus dem offenen Kanal Kaiserslautern. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. Hey, komm mal gerade kurz her, ich muss mein Video zeigen. Hast du das schon gesehen? How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. Kannst du dir vorstellen, dass Obama sowas sagt? Naja, das hat er ja auch gar nicht gesagt. Hey, wie genau meinst du das denn? Das Video von Obama ist ein Deepfake. Deepfakes sind Bild-, Video- und Tonaufnahmen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, sogenannten Deep Learning, gefaked werden. Aber welche Auswirkungen haben Deepfakes? Diese Frage habe ich auch Martin Bregenzer von ClickSafe gefragt. Ich würde sagen, Deepfakes spielen momentan noch keine große Rolle im Bereich von Fake News und Desinformation. Das liegt im Grunde genommen daran, dass es noch relativ aufwendig ist, Deepfakes zu erstellen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte aus welchem Grund auch immer irgendeine Falschinformation ins Internet setzen, dann habe ich halt ganz viele Möglichkeiten, die deutlich, deutlich einfacher sind, also ein Deepfake-Video zu erstellen, das zu machen und habe dabei praktisch denselben Effekt. Ich würde immer argumentieren, dass Deepfakes vielleicht gar nicht so schlecht sind, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Videoaufnahmen generell auch ohne Deepfakes ganz einfach manipuliert werden können. Also mir ist bisher kein Deepfake-Video untergekommen, wo ich sagen würde, also das war jetzt so
überzeugend, dass man das wirklich nicht mehr erkennen konnte, dass das eine Fälschung ist. Momentan kann man das an verschiedenen Sachen noch erkennen, dass dann irgendwie die Schatten im Gesicht nicht richtig sind, die in den Augen, die Augen sehen oft sehr komisch aus und so weiter. Ne? Also an dem Punkt befinden wir uns aktuell noch, dass die Technik nicht ganz überzeugend ist, dass man es daran nicht mehr festmachen kann. Wir können aber, selbst wenn wir uns vorstellen, wir können es mit bloßem Auge nicht mehr erkennen, eben einfach so ganz einfache Strategien anwenden, wie erstmal überlegen, ist das, was ich da sehe, irgendwie glaubwürdig? Genauso eben drauf schauen, aus welchen Quellen kommt das? Also es ist eigentlich so das kleine Einmaleins des Fact-Checkings. Wir sind Deepfakes also nicht hilflos ausgeliefert. Dennoch sind sie ein Problem, wenn es um Desinformationen geht. Die größte Problematik dabei liegt, glaube ich, nicht so sehr darin, dass jetzt massenweise irgendwelche Deepfake-Videos veröffentlicht werden und die Leute das dann wirklich glauben, sondern kurioserweise ein bisschen das Gegenteil wird passieren. Leute können ganz einfach behaupten, sie haben irgendwelche Sachen nicht gesagt, es sei alles nur gefälscht worden. Wir haben sehr gute Möglichkeiten herauszufinden, was sind falsche Informationen, was sind richtige Informationen. Und je mehr ja, so die öffentliche Meinung herrscht, ach, eigentlich werden wir sowieso nur belogen und betrogen, desto weniger Leute haben halt Vertrauen in zum Beispiel die Medien und in seriöse Quellen, die es ja massenhaft gibt bei uns in Deutschland. Facebook, Instagram, Twitter und Co. sind aus unserem Leben kaum wegzudenken. Schnell und einfach kann man Urlaubsbilder mit seinen FreundInnen teilen, mit Leuten in der ganzen Welt kommunizieren oder über lustige Memes lachen. Doch auch in der Politik sind die sozialen Netzwerke enorm wichtig. Parteien können ihre politischen Meinungen verbreiten und so für Wählerinnen und Wähler sorgen. Doch das Ganze hat nicht nur positive Seiten, denn auch Hass und Hetze lässt sich viel leichter verbreiten. Doch was ist überhaupt Hetze? Im gesellschaftlichen Sinne bezeichnet man als Hetze Äußerungen mit dem Zweck, Hass gegen Personen oder Gruppen zu schüren, Ängste hervorzurufen, diese zu diffamieren oder zu dämonisieren. In Bezug auf rechte Hetze beinhaltet dies Äußerungen gegen religiöse oder ethnische Gruppen, wie beispielsweise People of Color, Juden oder Muslime. Aber wie verbreitet sich überhaupt rechte Hetze im Internet? Also von den Meldungen ist es aktuell so, dass der Großteil auf Social Media stattfindet. Wir haben das jetzt gesehen auf vielen Plattformen, die früher viel für rechte Hetze benutzt worden sind, dass da stärker moderiert wird. Das heißt, dass stärker Inhalte gelöscht werden, dass Userkonten gesperrt und gelöscht werden. Und dass diese Leute umziehen auf andere Kanäle, wo diese Moderation nicht stattfindet. Außerdem unterstützen sich Nutzerinnen und Nutzer gegenseitig mit Likes und Reposts. Denn durch hohe Like-Zahlen wird Glaubwürdigkeit und Relevanz suggeriert. Wie also können User rechte Hetze im Internet erkennen? Also ich würde sagen, man muss das gar nicht unbedingt als Nutzer oder Nutzerin selber identifizieren. Also man hat ja so ein Grundgefühl dafür, wenn einem etwas komisch vorkommt, wenn zum Beispiel Menschen aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Flüchtlingsstatus und so weiter diskriminiert werden, dann kann man das schon melden, zum Beispiel bei Jugendschutznet. Die würden dann überprüfen, ob tatsächlich ein Gesetzesverstoß vorliegt. Allerdings gibt es auch Menschen, die ein solches Verständnis nicht besitzen und sich von Verschwörungstheorien beeinflussen lassen. Wie gefährlich ist also rechte Hetze für die Gesellschaft? Ich würde sagen, es ist schon gefährlich, einfach aus dem Grund, weil wir jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass rechte Hetze immer an ja, aktuelle Themen anschließt. Es hat sich jetzt aktuell meiner Wahrnehmung nach sehr fokussiert auf alles, was mit Corona zu tun hat. Da geht es vor allem darum, ja, demokratische Strukturen in Frage zu stellen. Ja, also es wurde ganz viel fantasiert von den schon lange herbeigewünschten Tag X, ja, also der Tag, wo der gewaltsame Umsturz in Deutschland stattfinden soll, wo dann endlich die bewaffneten Milizen hier das Land übernehmen und so weiter. Und wir sehen das, glaube ich, auch bei den vielen Kommentaren, Nachrichten, Diskussionen im Internet, die sich darum drehen, wie
unfähig zum Beispiel die deutsche Politik ist, ne, in solchen Krisensituationen, wo auch herausspricht, man wünscht sich da ein anderes System, was nicht so träge ist wie das demokratische, sondern lieber etwas, was einfacher funktioniert. Welche Folgen rechte Hetze und Verschwörungstheorien auch haben können, zeigt beispielsweise der Anschlag von Hanau vom 20. Februar 2020. Dabei ermordete der Attentäter 9 Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und danach sich selbst. Sein rassistisches, antisemitisches und islamfeindliches Weltbild war geprägt von Verschwörungstheorien. Wenige Tage vor der Tat veröffentlichte er ein Video, in dem er unter anderem die Pizzagate- und QAnon-Theorien aufgriff. Ein weiteres Beispiel ist die Tat in einer Tankstelle in Idar-Oberstein letzten Jahres, wo ein Mitarbeiter einen Kunden aufforderte, seinen Mundschutz zu tragen, woraufhin dieser ihn erschoss. Seit Pandemiebeginn war dieser wohl auf zahlreichen Kanälen von Querdenkern und Corona-Leugnern auf Telegram unterwegs. Aber was genau können nun User gegen rechte Hetze im Internet unternehmen? Was man tun kann gegen rechte Hetze im Netz, ist sogenannte Gegenrede. Das bedeutet im Grunde, wenn man so etwas auf solche Sachen trifft, auf solche Kommentare trifft zum Beispiel, dass man dem erspricht, dass man das nicht einfach so stehen lässt. Weil wenn wir zum Beispiel an eine Kommentarspalte unter Artikeln denken im Internet, unter journalistischen Artikeln, dass die häufig dominiert sind von solchen, ich würde mal sagen, menschenfeindlichen Aussagen, die da getätigt werden. Und man kann dann schnell den Eindruck gewinnen, dass das irgendwie der Konsens in Deutschland ist, dass die meisten Leute in Deutschland so denken. Und das stimmt ja im Grunde nicht. Das sind ja in der Regel, bis heute kann man sagen, ist das ein ganz geringer Prozentteil der deutschen Bevölkerung, der diese extremen, ja, seien es ausländerfeindlichen oder demokratiefeindlichen Ansichten hat, ist aber leider eine laute Minderheit. Wichtig dabei wären 2 Sachen. Erstens, dass man nicht den Fehler macht, eben in dieselben Kerben zu schlagen, wie die Leute, die sich da äußern. Also zum Beispiel nicht irgendwie über die dummen Glatzen hetzt, die zu blöd sind, alle zu verstehen oder so. Was wichtig ist, glaube ich, auch ein bisschen auf den Selbstschutz zu achten. Man muss jetzt vielleicht nicht die große Angst haben, dass wenn man einmal irgendwo widerspricht, dass dann gleich der riesen Hate-Storm über einen hereinbricht. Aber ich würde trotzdem immer dazu raten, gerne Gegenrede leisten, aber auch schauen, dass man das auf eine sichere Art und Weise tut. Wir sollten also alle aufpassen, wenn wir im Internet unterwegs sind und rechtsextreme Kommentare nicht einfach unkommentiert stehen lassen. An erster Stelle steht jedoch natürlich der Selbstschutz. Es muss ein Umdenken stattfinden und auch von Seitenbetreibern sollte rechte Hetze stärker bekämpft werden. Auch mit unseren nächsten beiden Beiträgen bleiben wir direkt beim Thema. Florian Stieblitz und Yannick Hamann von Nahe TV Idar-Oberstein beschäftigen sich mit der neuen Urheberrechtsreform und den eventuell daraus resultierenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Und Anna-Maria Piel und Amy Höß vom offenen Kanal Ludwigshafen gehen mithilfe eines Social-Media-Experiments der Frage nach, inwiefern unsere Selbstdarstellung im Internet die Meinung anderer beeinflusst und übertragen dieses auf die Politik. Wir schreiben das Jahr 2019. Aufgebrachte junge Menschenmassen auf den Straßen. Der Grund? Wahrscheinlich brutale Killerspiele. Oh nee, das hatten wir schon letztes Jahrzehnt. Okay. Was machen wir denn dann? Wir haben in 3 Tagen Abgabetermin und haben bisher nix. Ja, diese neue Urheberrechtsreform, gegen die alle Jugendlichen demonstriert haben, wo sich Axel Voss zum Affen gemacht hat. Der Grund? Artikel 13. Die neue Urheberrechtsreform, die das Internet für immer verändern oder womöglich sogar zerstören sollte. Overblocking. Memes werden verboten. Meinungsfreiheit im Internet wird stark eingeschränkt. Ein unerwarteter Schock für alle. Eine eigentlich verbotene Zensur findet statt. Für Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Web, ist es ein beispielloser Schritt auf dem Weg zur Transformation des Internets von einer offenen Plattform für Austausch und Innovation zu einem Instrument für die automatisierte Überwachung und Kontrolle seiner Nutzer. Es macht also überhaupt keinen Sinn. Einfach keinen.
Die Menschen, vor allem die jüngere Generation und Content Creator, sind wütend und fühlen sich nicht verstanden. Die Alarmglocken sind am Läuten. Das ist einfach Beraubung von Meinungsfreiheit, das ist Zensur, das ist einfach ungerecht und das ist uncool. Es wird allen bald klar, dass dies eine klare Einschränkung der Meinungsfreiheit darstellt. Dem Gefühl der Ungerechtigkeit wird unter anderem in Form von Demonstrationen Ausdruck verliehen. Tausende Menschen versammelten sich, um ihren Zorn mit der Gesellschaft zu teilen und auf den Umstand aufmerksam zu machen. Letzteres war von Erfolg gekrönt. Und das nicht zu knapp. Über 5 Millionen Unterschriften für eine Petition gegen Artikel 13 wurden gesammelt, um die Zensur des Internets zu stoppen. Doch trotz des großen Widerspruchs in der Bevölkerung wurde die Urheberrechtsreform letztendlich verabschiedet. Ich verstehe diese verschissenen Politiker einfach nicht. So Leute wie Axel Voss haben einfach gar nichts in dieser scheiß Politik zu suchen. Wie kann es denn sein, dass Demokratie vom Volk ausgehen soll, aber dann, wenn das Volk wirklich mal auf die Straße geht und sagt, nein, wir wollen das nicht. Ach Bruder, ich kann euch leider nicht sehen. Und wenn es so weitergeht, Leute, dann werfe ich Eier gegen das CDU-Haus in Braunschweig. Versprochen. Doch jetzt, 2 Jahre nach dem Entschluss, ist die Reform in Kraft getreten. Ohne jegliche Beachtung der Bevölkerung. Alter, was ist das denn eigentlich für eine Scheiße? Und das ist schon in Kraft getreten? Ja, seit dem 1. August. Krass, das ist ja komplett an mir vorbeigezogen. Hab trotzdem noch ein geklautes Meme auf Reddit hochgeladen. Man hat das Gefühl, als hätten die Menschen alles vergessen, wofür sie zahlreich kämpften. Der Anfang einer neuen Ordnung in der Welt des Internets. Das Ende eines Kampfes für die Gerechtigkeit der Medien. Jetzt ist alles anders, oder? Ja und nein. Wir, das Investigativ-Journalistenteam NAHTV, sind der Sache auf den Grund gegangen. Und bei unseren tiefgreifenden Recherchen sind wir mit Patrick Breyer Dr. Christopher Wolf in Kontakt getreten. Diese bringen uns die neue Reform näher. Das Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten, das gilt seit diesem Sommer. Und Adressat sind vor allem die Diensteanbieter, also die großen Plattformen, die Sie kennen. An die richtet sich das. Denn das ist ganz maßgeblich das Neue, was dieses Gesetz bringt. In der Vergangenheit war es so, dass Diensteanbieter, nehmen wir jetzt mal YouTube oder Facebook, für die Inhalte, die man auf ihnen hochgeladen hat, nicht verantwortlich war. Und jetzt hat sich ja doch gezeigt, das sind ja quasi nicht nur Werbefabriken, sondern auch Contentfabriken, diese Plattformen. Dass man gemerkt hat, das ist schwierig, wenn wir an die Urheber denken, dass diese Riesenplattformen, die mit diesem ganzen Content, den urheberrechtlich geschützten Werken Milliarden verdienen, dass die so tun können, als gingen sie das nicht an. Und das ist jetzt durch das Gesetz, über das wir gerade sprechen, geändert worden. Das heißt, jetzt sind auch diese Plattformen unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass das Urheberrecht geschützt wird. Die können jetzt also nicht mehr sagen, das geht uns nichts an, sondern die müssen Vorkehrungen treffen. Durch die neue Urheberrechtsreform sollte das daraus resultierende Urheberrecht EU-weit revolutioniert werden. Die deutsche Umsetzung ist das Urheberrechtsdienstanbietergesetz. Dieses gilt seit dem 1. August 2021 und macht, anders als zuvor, statt den Usern die Plattform für Urheberrecht haftbar. Für Kontroverse dabei sorgen die Upload-Filter, welche bereits beim Gesetzesentwurf in Artikel 13 enthalten waren und nun in dem neuen Artikel 17 verfasst sind. Hierbei sollen Videos vor dem Hochladen auf urheberrechtlich geschützte Inhalte gefiltert werden, um diese gegebenenfalls zu sperren. Unglücklicherweise ist der Filter in Bezug auf Satire und Karikaturen sehr fehleranfällig und sperrt eventuell erlaubte Inhalte. Gerade bei vermeintlichen Urheberrechtsverstößen können die überhaupt nicht entscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Deswegen führen Upload-Filter natürlich immer auch zur Blockierung völlig legaler Inhalte. Und das können wichtige Inhalte sein, wie zum Beispiel politische Kritik oder Kritik an Unternehmen. Ich denke, dass diese Upload-Filter jetzt nicht gezielt gegen bestimmte Personen oder Gruppen eingesetzt werden, dass sie sich aber besonders schwerwiegend auf bestimmte Personengruppen auswirken, weil die eben oft urheberrechtlich geschütztes Material verwenden. Zum Beispiel
Aktivisten. Oft sind es ja die kritischen, die grenzwertigen Meinungsäußerungen, die eine Debatte auslösen und dadurch besonders wichtig sind. Zu der Fehleranfälligkeit der Upload-Filter gibt es eigentlich keine Zahlen. Der Filter weiß nicht, wann er falsch liegt. Man kann schauen, wie viele Beschwerden eingereicht wurden. Wir wissen auch, dass in den Mehrzahl der Fällen, wo Beschwerden eingereicht wurden, tatsächlich die Entscheidung des Upload-Filters korrigiert worden ist, geändert worden ist. Aber es ist nur die Spitze des Eisbergs, weil in den meisten Fällen, selbst wenn zu Unrecht geblockt wird, macht man sich nicht die Mühe, eine Beschwerde zu schreiben. Das ist ja viel zu aufwendig. Oder der Grund dafür, dass man posten wollte, ist ja schon längst wieder vorbei. Wenn das dann irgendwann nach Tagen korrigiert wird, die Entscheidung, ist das Thema gar nicht mehr aktuell. Deswegen ist der Schaden für unsere Meinungsfreiheit durch das Beschwerdeverfahren nicht reparabel. Doch nicht alle sind davon überzeugt, dass die Befürchtung der eingeschränkten Meinungsfreiheit durch Upload-Filter gerechtfertigt ist. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil sie natürlich auf der einen Seite die Rechte der Urheber schützen wollen und auf der anderen Seite es denen ermöglichen wollen, die im Internet mit Bildern, mit Texten, mit Memes unterhalten, aber auch natürlich Meinungen bilden wollen. Dieses Dilemma wird jetzt versucht, durch, ich sag mal, Verfahrensregeln, Spielregeln besser zu gestalten, um da einfach jetzt einen fairen Ausgleich zu entwickeln. Es muss eine Zweck-Mittel-Relation, also was bezweckst du damit und wie intensiv ist der Eingriff? Und diese Abwägung finden wir auch in diesem neuen Gesetz. Dementsprechend soll es nun die Funktion geben, den Inhalt vor Upload als Satire oder Parodie zu kennzeichnen, um diesen trotz urheberrechtlich geschütztem Inhalt zu veröffentlichen. Eine weitere Ausnahme gibt es bei unwesentlicher Nutzung dieser Inhalte. Es gibt ja so kleine Fallgruppen. Also wann ist es eher unproblematisch oder wann ist es in der Regel unproblematisch, dass etwas im Internet hochgeladen wird? Ich sag mal, 15 Sekunden von einem Film, 15 Sekunden von einem Lied, von einer sogenannten Tonspur, 160 Zeichen Text, das ist in der Regel unproblematisch. Also da merken Sie, da ist so eine Abwägung, wie intensiv ist der Eingriff? Und das ist jetzt eher nicht intensiv und deswegen sagt man, das soll in der Regel zulässig sein. Das ist eine geringfügige Nutzung. Doch vielen Menschen genügt die Ausnahmeregelung nicht. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, eben hochgeladenes Material zu kennzeichnen, sodass es nicht sofort ausgefiltert werden soll. Wie gut das funktioniert, das ist natürlich sehr beschränkt, zum Beispiel auf wenige Zeichen, auf kleine Bilder, Schnipsel, die dann nicht gefiltert werden sollen. Also das wird nicht in allen Fällen ausreichen. Trotz der neuen geltenden Regelung wird bislang auf den Upload-Filter verzichtet. Aber warum eigentlich? Im Moment hat Polen eine Klage eingereicht gegen die EU-Urheberrechtsrichtlinie gegen den Artikel 17, die Bestimmung zu Zwangs-Upload-Filtern. Jetzt müssen wir abwarten, wie dieses Jahr der Europäische Gerichtshof tatsächlich entscheidet und was dann von den Upload-Filtern noch übrig bleibt. Was sich in dieser Hinsicht zukünftig noch ändern wird, ist ungewiss. Bis dahin machen wir das Beste aus der Situation und warten gespannt, inwieweit sich die Lage verändert. Im Internet gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich selbst darzustellen, sich zu verändern oder Personen ein bestimmtes Bild von sich selbst zu vermitteln. An sich ist das ja eigentlich kein Problem. Nur muss man darauf achten, wie weit man in bestimmten Bereichen geht. Um das Thema Selbstdarstellung im Netz etwas besser zu verstehen, haben wir eine Online-Umfrage erstellt und verschiedene Menschen auf der Straße zu diesem Thema befragt. Dafür hat sich Amy hier drei verschiedene Persönlichkeiten ausgedacht, mit drei verschiedenen Charakteren und dazu dann drei verschiedene Fake-Instagram-Accounts erstellt. Genau, diese drei Persönlichkeiten waren einmal Christiane Becker, Stacey Meyer und Katie Lynch. Bei Christiane Becker habe ich darauf geachtet, dass sie möglichst professionell und seriös rüberkommt, das heißt mit Bürobildern und alles sehr ordentlich und einheitlich. Bei Stacey Meyer hingegen habe ich versucht, sie möglichst perfekt rüberkommen zu lassen.
Das heißt, ich habe Beauty-Filter benutzt und ihr Gesicht retuschiert und alles möglichst schön bearbeitet. Katie Lynch hingegen sticht aus der Masse mit ihrem Styling raus und wirkt eher real und zeigt einen realistischen Einblick in ihr Leben. So als würde sie gerade genau das posten, auf was sie gerade Bock hatte. Auf diesen drei Persönlichkeiten oder diesen drei Personen basierend haben wir dann unsere erste Frage entwickelt. Das war nämlich, wen von diesen drei Personen findet ihr am sympathischsten und warum? Das seht ihr schon in unseren ersten Interviews auf der Straße. Sie kommt mir sympathischer vor als die beiden anderen. Ja. Einmal da. Und warum? Wahrscheinlich liegt an ihrem Anziehen, also wie sie sich angezogen hat, an weißem Hemd, also. Also ich würde den nehmen, glaube ich. Ja. Eigentlich hat mich das Bergfoto überzeugt. Ja. Das gefällt mir am besten. Ich finde, das sieht am lebendigsten aus. Irgendwie am fröhlichsten irgendwie. Sie? Weil sie viel reist und irgendwie ernst rüberkommt. Wir haben es bei unserer Straßenumfrage von den Teilnehmern und den Antworten her ziemlich bunt durchmischt war, kam bei unserer Online-Umfrage ziemlich interessante Ergebnisse heraus. Genau, denn hier war Katie eindeutig auf dem ersten Platz. Danach kam Stacy und als letztes Christiane. Die meisten Teilnehmer fanden Katie am sympathischsten, weil sie sehr real und offen rüberkommt und einfach einen sehr realistischen Einblick in ihr Leben gibt, ohne sich zu verstellen. Bei Stacy gab es ähnliche positive Rückmeldungen, doch sie schien auch etwas zu perfekt für die meisten. Bei Christiane hingegen gab es kaum Rückmeldungen, da sie für die meisten Menschen zu streng wirkte. Selbstdarstellung spielt auch in der Politik eine große Rolle. Es ist interessant zu sehen, was für Dinge von Politikern auf den sozialen Medien erwartet werden. Irgendwie sollen die seriös rüberkommen, aber auch nicht so abgehoben, sondern so wie jeder andere, damit er so aussieht, als ob er auch einer von uns wäre. Also es sollte nicht so gekünstelt werden. Wie die Menschen das wollen. Da müssen sie sich immer an Zielgruppe konzentrieren. Also was ein aktuelles Thema gibt, dann können sie sich dann so darstellen. Das ist meine Meinung aber. Möglichst professionell und eigentlich nur so auf den Beruf bezogen. Also jetzt zum Beispiel ich würde jetzt nicht so ein Bergfreiheitsbild jetzt von irgendeinem Politiker da so erwarten. Fände ich, glaube ich, auch besser, wenn es nicht so wäre. Nicht so auf Show abgezielt, sondern einfach sachliche Meinungen verkünden oder so, oder Ansichten. Die Meinungen unserer Online-Teilnehmer gingen in eine ähnliche Richtung. Hauptsächlich ging es den meisten darum, dass sich Politiker so seriös und authentisch wie möglich darstellen sollten. Auch bei der Selbstdarstellung im Netz gilt, je natürlicher jemand wirkt, desto positiver wird auch die Einstellung dieser Person gegenüber sein. Wie man in unserem Beispiel gesehen hat, kann sich selbst eine und dieselbe Person so unterschiedlich darstellen, dass sie ein anderes Bild auf die Menschen wirft. Das heißt, jeder hat theoretisch das Potenzial dazu, seriös, aber auch gleichzeitig sympathisch rüberzukommen. Ganz egal, wer man ist oder wie man aussieht. Nun kommen wir schon zu den letzten beiden Beiträgen. Welche Rolle die Sicherheit im Internet hat und was sich noch alles dahinter verbirgt, zeigen Ihnen Luca Martes aus dem offenen Kanal Rhein-Main sowie Jara Wosnik und Isabel Gosa vom MOK Gießen. Das Internet ist nicht ganz ungefährlich. Deshalb wurde der Safer Internet Day 2004 in die Wege geleitet. Beim Safer Internet Day werden die Infos für ein sichereres Internet an die Kinder und Jugendliche gebracht. Der Safer Internet Day ist eine internationale Veranstaltung. Aber was verstehen die Leute unter Safer Internet? So, sichereres Internet. Das bedeutet für mich, dass ich im Online-Verkehr, wenn ich jetzt zum Beispiel online shoppen gehe, dass dort ich auf die sicheren Seiten bin, dass ich weiß, das sind Webshops, die sicher sind, die gut zu erkennen sind, dass es richtige Webshops sind und nicht nur irgendwelche Fake-Shops,
Das erkenne ich vielleicht daran, dass irgendwie die Zahlungsmethoden hintendran richtig dargestellt werden und nicht, dass da man nur unter Vorkasse zahlen kann. Da müsste man dann immer mal drauf schauen und da wird das, damit man einfach gut und sicher auch mal online einkaufen kann. Der Safer Internet Day richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche. Aber was kann man denn machen, damit Kinder ein sicheres Internet haben? Was die Content-Seite betrifft, da ist natürlich das Ziel, das Kind, sag ich mal, vorsichtig daran heranzuführen. Und das geht am einfachsten dadurch, dass man auf den dedizierten Geräten, die das Kind verwendet, sei es Handy oder ein Laptop oder ein Tablet, entsprechende kindergeeignete Suchseiten installiert und fest hinterlegt, muss man sich entsprechend informieren. Also da gibt's oder gab es zum Beispiel für Windows ein entsprechendes Programm, das konnte man starten und auch so installieren, dass es direkt beim Hochfahren schon losgeht und das ist dann eine entsprechende kindgerechte Suchmaschine, also im Prinzip ein Google für Kinder und was entsprechend nur die Content-Seiten zurückmeldet, die überhaupt kindergeeignet sind. Bedeutet natürlich, dass diese Content-Seiten vorher von einer zentralen Stelle gesichtet wurden und das heißt, man kann halt nicht von vornherein wissen, was angezeigt wird und was nicht angezeigt wird. Und das ist erstmal eine Maßnahme für die, ich sag's mal, relativ Kleinen und dann halt natürlich später, wenn sie mehr Freiheiten haben sollen, würde ich einfach sagen, im Prinzip betreutes Surfen und einfach ein bisschen erklären, in welche Fallen man tappen kann und was man dann macht, wenn einem etwas komisch vorkommt. Das ist Paul. Er ist gerade Vater geworden und fragt sich, wie er seine Kinder später im Internet ausreichend schützen kann. Paul weiß, dass für viele Kinder das World Wide Web ein fester Bestandteil ihres Lebens ist. Doch er macht sich oft zu Recht Sorgen um die Gefahren, denen sein Kind im Netz ausgesetzt sein kann. Mittlerweile hat er sich schon etwas informiert und dabei sind ihm einige Gefahren aufgefallen. Auch nach Lösungen hat er recherchiert. Potenzielle Gefahren, die Paul gefunden hat, lauten: Preisgabe persönlicher Daten, Cybermobbing oder ungeeignete Inhalte auf unangemessenen Seiten, die sein Kind verstören könnten. In ihrer Unwissenheit fallen Kinder zuweilen auf fremde Menschen rein. Das passiert nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der des Internets. So wie Paul sein Kind eindringlich auf die Gefahr hinweist, sich nicht fremden Menschen anzuvertrauen und mitzugehen, genauso ist es dringend erforderlich, sein Kind auf mögliche Gefahren im Internet aufmerksam zu machen. Paul weiß, wie gefährlich es ist, wenn sein Kind persönliche Daten ins Internet stellt und wie gefährlich es sein kann, mit Fremden zu chatten. Denn ein Name, ein Profilbild oder das angegebene Alter der Person können erdacht sein. Sein Kind kann also nie wissen, mit welcher Person es gerade chattet, ob die Person reell oder ein Fake ist oder sich gegebenenfalls sogar Kriminelle dahinter verbergen. Entsprechend schaltet Paul als eine wichtige Maßnahme die Ortungsdienste ab. In seiner Recherche hat Paul Lösungen zur Internetsicherheit seines Kindes gefunden. Zum Beispiel kann es kindgerechte Suchmaschinen wie Frag Finn, Blinde Kuh oder Helles Köpfchen benutzen. Außerdem gibt es die Plattform YouTube Kids. Hier ist sein Kind vor unangemessenen Inhalten geschützt und ein sicheres Bewegen im World Wide Web ist gewährleistet. Paul trifft seinen Neffen Tim. Der interessiert sich schon sehr lange für Dinosaurier und wurde von Seiten der Schule beauftragt, einen Vortrag über Dinos zu halten. Also fragt er seine Eltern, ob er im Internet thematisch dazu recherchieren darf. Doch Tims Eltern sind zunächst unsicher, gerade vor dem Hintergrund, dass im Internet Informationen abrufbar sind, die nicht unbedingt wahr sein müssen. Tim jedoch erwidert, dass es extra für Kinder Suchmaschinen wie Frag Finn, Helles Köpfchen etc. gibt.
Dort könne er problemlos viele der nötigen Infos zu Dinosauriern finden und sich so bestens auf seinen Vortrag vorbereiten. Paul ist begeistert. Schnell legt er FragFinn als bevorzugte Suchmaschine auf dem Account seines Kindes fest. Doch was, wenn sein Kind von morgens bis abends nur noch vor dem Tablet hängt? Nun, in diesem Fall kann er vorab die Bildschirm- sowie die Internetzeit seines Kindes festlegen. Es gibt Apps, mit denen Paul die Online-Zeit seines Kindes kontrollieren und einschränken kann. Damit sein Kind ein Feingefühl für das Thema entwickelt, spricht er mit ihm offen und altersgerecht über die allgemeinen Gefahren, die im Internet lauern. Er erklärt seinem Kind, warum es ausschließlich nur auf kindgerechten und sicheren Suchmaschinen surfen soll und warum Paul die Internetzeit begrenzt. Von einem Freund hat Paul einen weiteren Tipp erhalten. Es gibt sogenannte Lern-Apps und ansprechende Programme, die seinem Kind den Umgang mit einem Handheld spielerisch ermöglichen und mit denen es Wichtiges mit Begeisterung und Neugier lernen kann. Und seinem Neffen Tim erfährt er auch, dass es Seiten wie Spieleaffe, die Elefantenseite, Kikaninchen, Sandmännchen und die Gürbels gibt. Dort findet man Spiele und Geschichten für Kinder. Auch auf YouTube kann man mit YouTube Kids selbst festlegen, welche Inhalte die eigenen Kinder sehen sollen. Auf dieser Plattform kann man nämlich bestimmte Inhalte blockieren oder freigeben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nur Videos bis zu einem bestimmten Alter freizuschalten. Mit einem Timer können Eltern darüber hinaus ein Zeitfenster festlegen, das ihr Kind täglich auf YouTube nutzen darf. Paul ist glücklich. Jetzt hat er ein sicheres Fundament für sein Kind geschaffen, damit es sich im World Wide Web geschützt und sorgenfrei bewegen kann. Boah, so allgemein lässt sich das ja gar nicht beantworten. In Teilen sicherlich, definitiv. Weil wenn kein Einhalt geboten wird seitens Eltern oder anderer Personen, das Ganze ja die ganze Welt im schönsten wie im schlechtesten zugänglich ist. Ich denke, dass das Internet auf jeden Fall gefährlich für Kinder sein kann. Je nachdem, welchen Umgang man zulässt. Je jünger man ist, gerade in der heutigen Zeit, wo es auch in der Jugend dann cool wird, irgendwie in Schwierigkeiten zu sein oder ein Gangster zu sein oder sonst irgendwas, kann das dann wahrscheinlich auch schneller real werden, als man denkt. Ja? Man muss eine Offenheit haben, denke ich, ja? In der Kindheit, damit es dann vernünftig ist, wo man es nicht mehr verbieten kann. Ne? Also ich glaube, in dem Alter, wo die Warngefahren entstehen, kann man niemand mehr davon abhalten. Deswegen muss man möglichst offen mit den Kindern umgehen und besser eher zeigen, was es für Probleme im Internet gibt und warum es ein Problem ist, als dass man es verbietet und ganz totschweigt. Weil da ist es ja und die Gefahr ist da. Und lieber gemeinsam auf die Gefahr zugehen, als das zum Tabuthema zu machen. Das Internet ist nicht gefährlich, sondern die Kompetenz, mit dem Internet umzugehen, das ist das Problem. Also wenn ich unreflektiert mit dem Internet umgehe, dann ist es, kann es sehr, sehr gefährlich sein, weil ich ständig manipuliert werde. Und Kinder kann man nicht alleine lassen. Man lässt ja auch die Leute nicht alleine Auto fahren. Da gibt es auch einen Führerschein, den man machen muss, um mit dem Gerät umzugehen. Und so ist das halt auch mit dem Internet. Je jünger die Kinder sind, je mehr Unterstützung, Begleitung brauchen sie. Und es gibt halt gute Quellen im Internet und sehr gefährliche. Und das entscheiden zu können und auswählen zu können, brauche ich Begleitung. Das heißt in erster Linie von den Eltern.
Also meine Tochter ist jetzt 24. Als die Kind war, fing das an, ein Thema zu sein. Und ich habe mich schon damals damit auseinandergesetzt und so gut wie möglich halt zeitlich limitiert und auch eben solche Filter benutzt, dass gewisse Seiten überhaupt nicht aufgerufen werden können oder gewisse Stichpunkte, Inhalte. Und finde nach wie vor, dass das immer noch viel zu sehr vernachlässigt ist, das Thema. Also die Konzepte, die es gibt, helfen ja nichts. Irgendwelche Seiten grundkonzeptionell zu sperren oder sonst irgendwas, Kindermodus, das hat ja noch niemanden davon abgehalten, im Internet doch auf irgendwas zuzugreifen. Ja? Notfalls auch über Freunde oder sonst wo, oder man umgeht diese Systeme. Ne? Die Kinder sind heutzutage auch teilweise fitter als die Eltern. Ja? Also das geht nur zusammen als Familie, zusammen mit den Kindern, offen. Ja? Da muss man genauso damit umgehen wie mit einer Straße. Ja? Auf einer Straße kann man überfallen und überfahren werden und es wird auch nicht totgeschwiegen und verboten. Es ist genauso ein Teil vom Familienleben wie die Straße. Und so muss man damit umgehen. Ja, es gibt eine Reihe von Beratungsstellen, die Eltern, die jetzt unsicher sind, in Anspruch nehmen können. Ich würde da den offenen Kanal des MOK Gießen besonders empfehlen. Aber es gibt ja auch noch Rhein-Main, ne, und Fulda und Kassel. Und da gibt es eine Reihe auch von Flyern, die einem da helfen und da einem Tipps geben, wie man damit umgeht. Sicherheit ist etwas, wonach sich jeder sehnt, auch im Internet. Wie stellen Sie sich denn einen sicheren Umgang mit dem Internet vor? Beteiligen Sie sich doch gerne auf Social Media unter den Hashtags #FitForDemocracy und SID2022 bei mehr Inhalten und Diskussionen zu dem Thema. Und das war's auch schon mit dem Safer Internet Day 2022. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir konnten Sie etwas zum Nachdenken anregen. Wer noch mehr über das Thema Internetsicherheit allgemein oder über den Safer Internet Day erfahren möchte, kann dies ansonsten natürlich auch auf clicksafe.de. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich bei allen Beteiligten herzlich für ihre Beiträge bedanken, sowie bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Einschalten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.